Wir kommen doch jetzt einmal zum Blick nach vorne. Es gibt ja das Konjunkturprogramm der Bundesregierung und ich gehe mal davon aus, dass auch einige Euros hier nach Ruppichteroth fließen und dass man sich hier Gedanken macht oder jeder seine eigenen Vorstellungen hat, was mit dem Geld gemacht wird. Ich bin ja nur nicht von hier, wie Sie wissen, deswegen interessiert mich das auch besonders, ob es noch andere Themen gibt außer Kunstrasen. Also. Deswegen möchte ich mal Ladies First, Frau Dr. Thondorf, als Erste bitten, dazu Stellung zu nehmen. Konjunkturprogramm, wie ist die, was muss wirtschaftlich getan werden, was muss auch vielleicht zum Tourismus getan werden hier in dieser Region? Ich denke mal, dass hier noch einige touristische Potenziale möglicherweise brach liegen, wenn Sie dazu etwas uns sagen können. Ja, danke schön, Herr Kindermann. Also, dass die Mittel aus dem Konjunkturpaket 2 im Wesentlichen in die Kunstrasenplätze geflossen sind, führt natürlich zu dieser Diskussion. Aber Sie haben recht, wir reden ja auch über die Frage Wirtschaftsentwicklung, das, was jetzt mal auch etwas außerhalb dem gemeindeeigenen Haushalt läuft. Und da sind wir vom Bündnis 90 Die Grünen der Auffassung, dass Ruppichteroth ja eigentlich andere Wege oder innovativere Wege gehen muss, indem wir auch etwas größer denken. Das Thema Tourismus, Sie haben es angesprochen, ist eine Facette dabei. Stichwort sanfter Tourismus. Wir haben schon vor vielen Jahren gefordert, dass man sich nicht nur, was gut und richtig ist, gemeinsam mit den Nachbargemeinden, also Neunkirchen-Seelstadt, Much-Lohmer, mit dem Thema Tourismus in einem etwas größeren Rahmen beschäftigt. Das ist sicherlich wichtig, weil eine großflächigere Vermarktung immer erfolgversprechender ist. Aber wir müssen für Ruppichteroth auch ein Ruppichterother Profil haben. Wir haben eine wunderschöne Landschaft hier. Wir konnten heute, glaube ich, noch in der Zeitung lesen, dass Tourismus viel stärker auf Deutschland ausgerichtet ist, weil die Menschen nicht mehr das Geld haben, Fernreisen oder Auslandsreisen zu machen, weil Untersuchungen belegen, dass Kinder lieber in die Natur und in die Landschaft möchten, als in ein anderes Land über eine weite Reise. Und da müssen wir ein viel, viel stärkeres Profil entwickeln. Da dürfen wir nicht so hinterherhinken, hinter den anderen Gemeinden. Da müssen wir das, was wir so Kostbares haben, nach draußen bringen. Das muss vermarktet werden. Es gibt eine Tourismus- und Kongress GmbH, es gibt eine Arena, also in den Bergischen Bereich rein, die helfen können. Es gibt Tourismusmessen. Davon profitieren natürlich zum einen auch die Gastronomiebetriebe in der Gemeinde, die die direkteren Nutznießer sind, die dann sicherlich auch ihre Potenziale wiederum noch weiter ausbauen können. Davon profitiert aber auch der Handel vor Ort, denn wenn Leute kommen, wenn sie sich hier wohlfühlen, wenn sie bleiben, dann kaufen sie hier auch ein. Es hängt also vieles miteinander zusammen. Aber das ist nur ein Aspekt. Ich kann jetzt auch nicht alle nennen. Ich will in der Kürze der Zeit mal einen zweiten oder zwei, die auch ein bisschen zusammenhängen, rausgreifen. Das zweite Thema ist energetische Sanierungen. Auch da könnte Ruppichteroth in einer konzertierten Aktion, koordiniert, moderiert von der Gemeinde, viel stärker vorangehen. Mit den Banken mit drin, die günstige Kredite geben, mit den örtlichen Handwerksbetrieben, die die Arbeiten ausführen, könnte man mit einer intensiven Information der Bürgerinnen und Bürger über all die Fördermöglichkeiten, über alles das, was es gibt, sagen, wir machen in Ruppichteroth jetzt in diesem oder im nächsten Jahr wirklich eine ganz, ganz intensive Geschichte. Das ist Dämmung, das ist Photovoltaik, das ist die optimale Nutzung von Erdwärme, die in Ruppichteroth gut möglich ist. Und es gibt aber Gesamtpakete. Wir lassen die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine und das belebt die Wirtschaft vor Ort. Kein Markt ist so im Wachstum wie der Umwelt- und Energiebereich und da können die Handwerker vor Ort wieder von profitieren. Und da sind wir bei dem Punkt, was uns ganz wichtig ist, die Betriebe in Ruppichteroth erhalten, die Arbeitsplätze zu erhalten und möglichst eben auch die Betriebe zu stärken, dass sie zusätzliche Arbeitsplätze schaffen können. Das Gleiche gilt für Gebäudebestände. Wir haben immer mehr ältere Häuser, die leer stehen, weil die Bewohnerinnen und Bewohner sterben. Das ist auch nicht gut für die Dörfer. Wenn wir da auch rangehen, gemeinsam, wie gesagt, mit vielen Akteuren und sagen, es gibt ein Konzept, was sagt, wie kann man die Eigentümer
oft ja die Kinder, die geerbt haben, dazu kriegen, hier was mitzumachen. Und das könnte man auch bewerben, über die Gemeindegrenzen hinaus, mit günstigen Krediten, junge Familien, die überlegen, irgendwo zu bauen, dafür zu gewinnen, lieber auch mit, wie gesagt, mit Fördermitteln und anderen, hier ein altes Haus zu kaufen, das zu sanieren. Das setzt natürlich auch eine gewisse Infrastruktur voraus, aber ich kriege Zeichen gemacht, das wäre noch ein weiteres Thema. Also es sind viele Bausteine, die darauf abzielen müssen, die Unternehmen vor Ort zu stärken, und ich glaube, das geht nur in so konzertierten Aktionen alle gemeinsam. Dankeschön. Frau Winkler, eine CDU-Mehrheit im Rat, welche Schwerpunkte würde die in der nächsten Periode setzen? Auch Thema speziell Kaufkraftbindung hier im Bereich und die Frage natürlich Sicherung der Arbeitsplätze. Ja. Nicht nur an. Aha, jetzt kommt es. Ja, Kaufkraft in Ruppichteroth, Arbeitsplätze in Ruppichteroth. Ich muss ehrlich sagen, wir haben ein großes Problem hier in Ruppichteroth mit der Firma Huwil, die nicht sehr gut dasteht, wenn ich es mal so sagen darf. Da muss überlegt werden, was, wenn da die Arbeitsplätze ausfallen, was da mit dem Gelände von Huwil passieren soll. Und ich weiß, dass unser Bürgermeister auch schon mit Huwil in Verbindung ist. Wir müssen einfach abwarten, was mit diesem Gebäude da unten passiert und mit der Firma passiert. Gewerbegebiete in Schönenberg und Winterscheid sind im Augenblick kein aktuelles Thema, sollte da aber Bedarf sein, werden wir uns auch da reinknien. Das Gewerbegebiet in Ruppichteroth ist noch nicht ganz besetzt, aber die FDP hatte einen Antrag gemacht und dem haben wir auch dann zugestimmt, da Pläne zur Erweiterung des Gewerbegebietes. Und wenn ich dann höre, Gewerbegebiet Derenbachtal als Thema, auch von den Linken, also Gewerbegebiet in Derenbach ist für die CDU kein Thema. Wir haben es als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Dafür, damit ist das Thema Gewerbegebiet Derenbach für uns erledigt. Aber wir werden alle anderen in Winterscheid und sowas stärken. Wir werden die Kaufkraft in Ruppichteroth stärken. Dadurch auch, dass wir Parkplätze schaffen. Wir hätten gerne natürlich auch große Geschäfte in Winterscheid und in Schönenberg. Aber da fehlen uns die Investoren für, die lieber nach Ruppichteroth geht. Was haben wir noch als Thema Alte? Wir haben alte Leute bei uns, sehr viele Ältere kommen, das werden wir als Schwerpunkt machen. Die Sicherheit werden wir als Schwerpunkt machen. Das ist dann nächstes Thema. Das ist das nächste Thema. Das machen wir dann später. Gut, dann wechseln wir mal wieder die politische Farbe und fragen doch zu... Ist nicht schlimm. Fragen zum gleichen Thema, Herrn Ahlenfelder, welche Vorschläge er uns unterbreitet. Also, wie die Frau Winkler schon sagte, Huwil ist natürlich ein brennendes Thema. Inwieweit wir von der Politik bei Huwil im Moment noch wirken können, ist sehr gering, oder die Chance, da noch irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber abwarten und zu sagen, wir gucken mal, was passiert, kann es nicht sein. Wir müssen einfach aktiv werden. Wir müssen jetzt schon aktiv werden. Wir müssen mit den Nachbargemeinden zusammenarbeiten, versuchen, auf dieser Ebene gemeinsame Gewerbegebiete, irgendwie sowas in der Richtung auf die Beine zu kriegen, den Kontakt zu den Nachbargemeinden suchen. Das ist eine Sache, die, wie gesagt, das Abwarten alleine kann es definitiv nicht sein. Was der SPD, was Arbeitsplätze angeht, natürlich schon lange ein Dorn im Auge ist, ist einfach die Tatsache, dass sich doch ein wenig oder zu wenig gekümmert wird. Das sind sehr viele Betriebe, die mittlerweile abgewandert sind, weil wir hier in der Gemeinde einfach viele Sachen verschlafen haben.
Das Gewerbegebiet, so schön wie es jetzt ist, es ist, wird langsam voll, es wird erweitert, ist aber ja nur auch heftig bekämpft worden von der politischen Mitstreiter hier in der Runde. Wir sind froh, dass es jetzt da ist und dass es voll wird, aber wieder zu spät. Abwarten kann es nie sein. Da müssen wir einfach schneller dran arbeiten und schneller reagieren und nicht gucken, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, was können wir machen. Ja, vielen Dank. Herr Stein, Sie personifizieren ja auch einen Generationswechsel und der will bestimmt nicht lange abwarten. Was sind Ihre konkreten Vorschläge, um die Dinge zu beschleunigen? Ja, lange abwarten ist bestimmt nicht mein Ding. Das bin ich auch nicht gewöhnt aus meinem Unternehmen, wo ich tätig bin, sondern das geht relativ zügig und flexibel, wenn wir was machen. Das Thema Wirtschaft, Gewerbe, Handel ist ein Riesenthema. Wir müssen alles dafür tun, dass wir die vorhandenen Betriebe hier am Ort stärken. Dazu wollen wir sie anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen, den Dialog miteinander zu führen. Das haben wir auch schon begonnen. Das hat bei einer Unternehmerrunde kürzlich sehr gut funktioniert. Die Unternehmer reden miteinander, sie lernen sich gegenseitig kennen, sie empfehlen sich weiter. Das innerhalb der Gemeinde und das über die Gemeindegrenzen auch hinaus. Außerdem brauchen wir ein gutes Gespräch, eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und den Unternehmen. Flexibilität ist hier das oberste Gebot. Das ist etwas, was wir unbedingt brauchen. Wir müssen für die Zukunft, und dafür werde ich mich auch einsetzen, weitere Investoren suchen, beispielsweise für die Betreuungsangebote für Senioren. Auch das sind Arbeitsplätze, die wir hier nach Ruppichteroth holen können. Tourismus ist ein Riesenthema, da stimme ich der Frau Dr. Tondorf zu. Das ist richtig. Die Tendenzen zeigen, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, Urlaub auch vor der Haustür zu machen. Erinnert ein bisschen so an den Sommerfrischler aus den 50er Jahren, aber das ist tatsächlich wieder am Kommen. Und da sind wir hier in der Region, Much, Ruppichteroth, Altdorf, Windeck, genau in der Mitte. Das ist ideal, das können wir sehr gut vermarkten. Herr Loskill, Sie werden sich ja auch sicherlich nicht nur bei Ihrer Kandidatenbefragung als Sparkommissar profilieren wollen, sondern Sie werden sicher auch einige innovativen Ideen einbringen. Können Sie uns da einiges verraten im Punkto Wirtschaft, Tourismus, Kaufkraft, Bindung etc.? Ja, gerne. Es wird mit Sicherheit viel interessieren, was würde ich als Bürgermeister machen. Wirtschaftsförderung, Tourismus muss Chefsache sein. Die muss angesiedelt sein beim Bürgermeister als Stabsstelle. Wir haben viele junge, fähige Mitarbeiter auf der Gemeindeverwaltung und da sollte der ein oder andere dazu bereit sein, ein Wirtschaftsförderer und Tourismusbeauftragter zu sein. Wir brauchen diese Stelle. Das heißt, die Unternehmen brauchen einen Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung. Derjenige muss sich auch, und das ist auch Chefsache, Existenzgründung anbieten. Das heißt, wir brauchen für die Unternehmen vor Ort in der Verwaltung einen Ansprechpartner für Bauanträge, für die Verknüpfung zur Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises. Dort muss mit eng zusammengearbeitet werden. Wir brauchen eine Verknüpfungsstelle zur IHK, zur Industrie- und Handelskammer. Dort müssen wir eng zusammenarbeiten, die auch Existenzgründer unterstützt. Das heißt, ich möchte Existenzgründer gewinnen hier aus der Gemeinde, die innovative Ideen haben. Ich möchte aber auch Existenzgründer hier in die Gemeinde locken. Das heißt, wir müssen raus, wir müssen auf Messen, wir müssen uns zeigen, wir müssen promoten, wir müssen uns als Gemeinde Ruppichteroth gut nach außen hin darstellen, um hier Investoren zu gewinnen. Natürlich müssen wir die heimische Industrie unterstützen, erhalten und dass sie expandieren kann. Ich sehe auch in dem Gelände von Huvel eine Chance. Es ist dort schon ein örtlicher Unternehmer auch dort eingezogen. Das heißt, das soll natürlich keine Brachfläche werden. Das ist eine große Herausforderung. Huvel später, also das, was schon brach liegt, auch jetzt schon zu nutzen. Das heißt, Stabsstelle, Chefsache, Wirtschaftsförderung,
Tourismus. Wir haben hier eine hervorragende Chance durch das sogenannte ILEC, integriertes ländliches Entwicklungskonzept, wo wir mit Much, Neunkirchen-Silchend und Loma zusammenarbeiten. Also was ich eben schon gesagt habe, interkommunale Zusammenarbeit. Wir müssen uns alleine begreifen, aber wir müssen uns auch begreifen als Region. Wir müssen mit den Nachbarn zusammenarbeiten. Hier hat sich jetzt ein Tourismusverein gegründet. Hier soll noch ein Geschäftsführer für eingestellt werden, der das Marketing in die Hand nimmt. Also hier gibt es ganz große Chancen. Wie eben schon gesagt wurde, wir haben eine wunderschöne Natur. Wir können was mit Radwegen machen, mit Wanderwegen machen. Wir können die örtliche Gastronomie mit einbinden. Also Sie sehen, es gibt viele Ideen, die zügig angegangen werden müssen, die auch schon angegangen worden sind, die aber der neue Bürgermeister fortführen muss. Dankeschön. Herr Smilik, wenn die FDP irgendwo in diesem Lande mitregiert, stellt sie normalerweise immer den Wirtschaftsminister. Deswegen wird Ihnen die Frage zur Wirtschaft sicher gut gefallen und Sie werden sicher auch einige Vorstellungen dazu haben. Aber bitte darf ich Sie bitten, sich kurz zu fassen, denn wir müssen ein wenig auf die Uhr schauen. Ich denke mal, auch ist ja schon eine ganze Reihe dazu gesagt worden. Ja. Wenn man sich unsere Liste anschaut, die für den Gemeinderat kandidiert, dann werden Sie feststellen, dass wir eine ganze Reihe von Betriebswirten und Fachleuten haben, die in dem Bereich auch Verantwortung tragen, die als Geschäftsführer tätig sind. Und es wäre sicherlich auch zu begrüßen, wenn wir mehr Leute im Rat hätten, die aus der Wirtschaft kommen und dann auch hier ihre Kenntnisse mit einbringen. Das vorweg. Zum Zweiten muss ich feststellen, wir haben natürlich eine schwierige Situation hinter uns gehabt, Strukturprobleme bewältigen mussten. Dieses Jahr auch schon angesprochen worden, gerade im sekundären Bereich, im produzierenden Bereich ist uns das alles weggebrochen und wir haben es ja sehr spät erst geschafft, ein neues Gewerbegebiet zu installieren und dieses weiterzuführen und weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe und dazu gilt es auch, die Möglichkeiten, die der Rhein-Sieg-Kreis bietet, diesen Regionalfonds für den östlichen Rhein-Sieg-Kreis hier auch fördernd einzugreifen, denn das war sicherlich auch ein Nachteil bei dieser Berlin-Bonn-Entscheidung, dass der östliche Rhein-Sieg-Kreis und gerade diese 3, 4 Gemeinden hier benachteiligt waren und das konnte natürlich durch diese Förderung nicht allein ausgeglichen werden. Das werden wir sicherlich nutzen und wir sind uns bewusst, dass gerade die kleinen Betriebe, die Unternehmen, die Handwerker das Rückgrat auch für eine solche Gemeinde wie Ruppichteroth sind und wir können, wollen wir die Rahmenbedingungen verbessern. Gut, herzlichen Dank. Wir kommen zum nächsten Thema, meine Damen und Herren, und zwar Schule. Es gibt hier in der Gemeinde offensichtlich den Wunsch nach einer Gesamtschule. Bitte. Oh, sorry, ich wollte ein bisschen aufs Tempo drücken, deswegen bitte, aber ganz kurz. Ich beeile mich, ich mach's ganz kurz. Wir haben heute oder gestern alle in der Zeitung gelesen, die Winterscheider Mühle wird versteigert. Wir wissen alle, Haus Tanek hat sich niemand mehr gefunden, der das betreiben will. Der Gastronomie geht's schlecht. Alle reden hier davon, wir müssen was für die Gastronomie tun. Wir haben gar nicht mehr so viel. Wir hätten es schon lange tun müssen. Und was müssen wir tun? Jetzt werden erstmal große Theorien. Wir haben Wanderwege, die sind verfallen. Wer mal von der Winterscheider Mühle nach Winterscheid gehen wollte, der läuft unter Bäumen her, die halb quer liegen, die einem fast auf den Kopf fallen. Man hat da wirklich Sorge, lang zu gehen. Und 20 Zentimeter unterspülte Gehwege. Dass da ein Hotel, was mit Sicherheit auch andere Schwierigkeiten hatte, nicht nur die, aber dass da das nicht die Hilfe gekriegt hat, die Infrastruktur drumherum in Ordnung zu bringen, das waren 24 Arbeitsplätze. Das ist für eine Gemeinde mit 11.000 Einwohnern eine Menge. Also ich muss sagen, in Anbetracht dessen, was ich erlebt habe, sind das Lippenbekenntnisse. Da müssten wir ganz konkret nicht nur erzählen, sondern wir müssten unsere Wanderwege getrennt machen, Radwege, Reiterwege, Fußgängerwege, weil sonst sind sie nicht wirklich nutzbar. Und nur dann können wir wirklich auch davon profitieren, dass Urlaub in im eigenen Land gemacht wird. Vielen Dank, Herr Kemper. Gut.